Wenige Stunden später verkündet Radio Kairo, dass Nasser sich dem Willen des Volkes beugen will. Bis die Spuren der israelischen Aggression getilgt sind, soll der Präsident im Amt bleiben. Doch der sowohl politisch als auch körperlich geschwächte Nasser stirbt 3 Jahre später, ohne erlebt zu haben, dass sich die arabische Welt von dieser Niederlage erholt hat. Nach 5 Tagen endet der Krieg mit Jordanien und Ägypten. Moshe Dayan siegt auf der ganzen Linie. Israel kontrolliert nun den Sinai, den Gazastreifen und den Großteil der Westbank. Einziger Gegner ist nun Syrien, das dank eines militärischen Paktes Ägypten beisteht. Aus Angst, die Sowjetunion könnte mit ihren Truppen Syrien zu Hilfe eilen, hatte Dayan es bislang vorgezogen, nicht auf die syrischen Bombenangriffe im Norden Israels zu antworten. Bis eine Nachricht Nassers an den syrischen Präsidenten abgefangen wird. Stimmen Sie einem Waffenstillstand zu und retten Sie Ihre Armee, so Nasser. Dayan schließt daraus, dass die Sowjets keine Intervention beabsichtigen. Eines Tages sagte mir Dayan, Israel sei wie eine kleine Maus. Es gebe einen großen Ozean, in dem die großen Fische schwimmen, die Wale und die Delfine. Israel hingegen sei eine kleine Maus. Sie sitzt in ihrem Loch und läuft flink hinaus, schnappt sich ein Stück und verschwindet genauso flink wieder in ihrem Loch. Jetzt, wo Ägypten dem UNO-Waffenstillstand zustimmt, weiß Dayan, dass ihm nur noch sehr wenig Zeit bleibt, die Golanhöhen unter seine Kontrolle zu bekommen, eine strategisch wichtige Grenzregion zwischen Syrien und Israel. Er befiehlt seinen Truppen, anzugreifen. Wenige Stunden später klingelt das rote Telefon im Weißen Haus. Am anderen Ende ist Präsident Kosygin mit einer sehr deutlichen Mitteilung. Kosygin sagte dem Präsidenten, wenn sie Krieg wollen, werden sie ihn bekommen. Natürlich hat er dies nicht wörtlich gesagt. Er sagte, wenn sie diese Aktion nicht aufhalten, das heißt, wenn sie Israel nicht davon abhalten, Syrien weiter anzugreifen, werden wir darauf antworten müssen und wir ziehen unilaterale militärische Aktionen in Erwägung. Die Sowjets beeilen sich, ihrer Drohung Gewicht zu verleihen. Luftwaffengeneral Wassili Reschetnikow erhält den Befehl, seine Flugzeuge mit den Hoheitszeichen der ägyptischen Luftwaffe zu versehen und sich für den Ernstfall bereit zu halten. Ich bekam den Befehl, mein Geschwader kampfbereit zu machen und die Flugzeuge mit Bomben zu beladen. Wir sollten uns bereithalten, Ziele in Israel anzugreifen. Am Rand der israelischen Hoheitsgewässer versammelt die sowjetische Flotte Tausende von Marinesoldaten, die den israelischen Hafen Haifa angreifen sollen. Kapitän Juri Ripunkov soll Freiwillige für den Bodenkampf finden. Ich ließ meine Leute auf der Brücke antreten und sagte ihnen, Jungs, es sieht so aus, als erwarte uns eine sehr ernste Mission. Wer nicht bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, möge einen Schritt nach vorne machen. Nur ein einziger trat nach vorne. Wir rechneten damit, US-Militär entsenden zu müssen, um Israel im Kampf gegen Syrien und die Sowjetunion beizustehen. Damals befand sich die 6. Flotte in einem Manöver und fuhr aus dem Mittelmeer in Richtung Gibraltar. Wir ließen die Flotte umdrehen und Kurs auf Israel nehmen, nicht um einen israelischen Angriff auf Syrien zu unterstützen, sondern um Israel im Fall eines potenziellen Angriffs der Sowjetunion beistehen zu können. Die Lage war wirklich sehr gefährlich. Das diplomatische Hickhack zwischen der Sowjetunion und den USA erlaubt Israel, wertvolle Zeit zu gewinnen. Die Golanhöhen sind besetzt und die israelische Armee schreitet weiter voran und nimmt die Stadt Quneitra ein, die keine 70 Kilometer von der syrischen Hauptstadt Damaskus entfernt ist.
Erst jetzt gibt Israel dem Druck der Großmächte nach und stimmt einem Waffenstillstand zu. Im Hubschrauber, der ihn von den Golanhöhen nach Tel Aviv bringt, überfliegt Levi Eshkol ein vollkommen verändertes Staatsgebiet. Eshkol nimmt dies mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis. Erst Monate später werden ihm alle Konsequenzen dieser Veränderung klar. Doch dann ist es zu spät. Wie Nasser ist er politisch und körperlich geschwächt. Er stirbt 18 Monate nach dem Sieg Israels. Der Waffenstillstand beginnt offiziell am 10. Juni 1967 um 18 Uhr. Doch noch am selben Abend erhält der Konflikt ein neues Gesicht. In Jerusalem wollen die Israelis einen Teil der Altstadt nach ihren Bedürfnissen umgestalten. Die Klagemauer zu Füßen des Felsendoms, ein hochsensibler Ort für alle Kriegsparteien. Ich hörte Lärm aus dem Mograbi-Viertel. Das ist dieses Viertel hier. Ich konnte aus dem Küchenfenster schauen. Ich habe alle Lichter ausgeschaltet, das Küchenfenster geöffnet und rausgeschaut. Das war etwa hier, seitlich etwas rein. Und ich sehe Flanierraupen, die damit anfangen, Häuser abzureißen. Morgens hatte ich einen besseren Blick und ich sah, dass das halbe Viertel zerstört war. Bis zu diesem Zeitpunkt gelangten die Juden nur durch eine enge Gasse zur Klagemauer, vor der jeweils nur wenige Dutzend Gläubige Platz zum Beten fanden. Da Jan und mit ihm der Großteil der militärischen und politischen Führung wollte jedoch aus der Klagemauer eine Stätte machen, die deutlich die Rückkehr Israels zur Bibel symbolisieren soll. Dazu ließen sie das umgebende, eng bevölkerte und mehrere hundert Jahre alte Araberviertel einfach abreißen. Im Juni 1967 lebten in dem an die Klagemauer angrenzenden Viertel über 1000 Einwohner, die hier geboren und aufgewachsen sind. Einer davon ist Abdel Latif Said. Sehen Sie diese Flagge? Mein Haus stand direkt daneben, genau da hinten. Said hatte mit seiner Familie das Haus verlassen, weil er von der Armee dazu aufgefordert wurde. Es hieß, sie wollten das Viertel nach Aufständischen durchsuchen. Doch am nächsten Tag war das Viertel einer Esplanade gewichen, an deren Ende die Klagemauer stand. Sie sagten uns, sie wollten nur unsere Häuser durchsuchen. Keiner von uns ahnte, dass sie mit der Absicht kamen, unsere Häuser zu zerstören. Am nächsten Morgen lagen all unsere Möbel, all unsere Besitztümer unter den Trümmern unseres Hauses. Alles, was uns blieb, waren die Pyjamas, die wir trugen. Es stimmt, dass es hier einen Kampf gab, der tiefe religiöse Wurzeln hat. Das können wir nicht abstreiten. Doch wenn wir unsere spirituellen und religiösen Wurzeln verleugnen, können wir gleich alles den Moslems und Christen überlassen. Als ich all diese Zerstörung sah, fühlte ein Teil von mir eine entsetzliche Bedrohung. Ich spürte, dass gerade ein völlig neues Problem geschaffen wurde. Ein völlig neues Problem. Die Israelis glaubten in der ganzen Region die Existenz ihres Staates behauptet zu haben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Krieg und Besetzung zwangsläufig zur Entwicklung eines nationalen Bewusstseins bei den Palästinensern führen würden, die ihren eigenen Staat forderten. Die Kämpfer des Sechstagekrieges sind gealtert. Und ihre Kinder und Enkel werden noch lange unter den Folgen dieses Konfliktes leiden.